Und damit herzlich willkommen zu diesem Unboxing von meiner Blackmagic Cinema Kamera 4K Pocket. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal auspacken. Ich habe mir das gekauft aus mehreren Gründen. Wenn euch das interessiert, dann schaut das Video am besten bis zum Schluss. Ich werde euch immer wieder mal ein bisschen einblenden, was die Kamera so kann, was für Features und was für Einstellungen dort möglich sind und natürlich, warum ich da jetzt zugeschlagen habe. Wenn euch das und noch mehr interessiert, dann drückt doch den Daumen nach oben und abonniert den Kanal kostenfrei. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal dieses tolle Paket hier an. Das ist auch mein erstes Live-Unboxing. Ich hoffe, das passt von den Kameraeinstellungen so. Und ihr nehmt mir das nicht ganz so übel, wenn irgendwas nicht so gut ist, wie vielleicht der Sound oder sonst irgendwas. Die Blackmagic Pocket Cinema Kamera 4K. Und wir können mal alle Seiten anschauen, was es da so gibt. Und dann würde ich vorschlagen, wir packen das Ganze einfach mal aus. Wir öffnen die Box und sehen hier schon mal eine Welcome-Karte. Auf dieser Welcome-Karte kann man auch aufmachen. Da sehen wir einfach nochmal, hier kann man zum Beispiel Download Instruction Manuals runterladen, sogar auf Deutsch, wussten Sie das, dass es auch eine Bedienungsanleitung auf Deutsch gibt. Okay, dann haben wir natürlich als nächstes den Code für DaVinci Resolve 17 Studio Version. Studio Version, könnt ihr mal gucken, was die wert ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt halt hier zugeschlagen habe, denn ich habe mich natürlich für die Studio Version interessiert. Du kannst mit Blackmagic DaVinci Resolve sehr viel machen, aber in der Studio Version kannst du noch einiges machen, was in der normalen Version nicht möglich ist. Brauchst du aber als Anfänger überhaupt nicht zwingend. Hier ist nur mal, dass ihr es gesehen habt, diese Karte hier drin. Auf der Rückseite ist dann ein Freischaltcode mit drin, wo du praktisch DaVinci Resolve Studio freischalten kannst. Zeige ich euch natürlich jetzt nicht. Und den gibst du dann einfach ein, lädst die Software runter und dann geht's auch schon los. Dann haben wir noch dazu bekommen so einen tollen Blackmagic Design Sticker. Den kann man dann irgendwo noch mit draufkleben. Und jetzt gucke ich mir mal an, was wir hier noch haben. Wir haben hier eine Batterie für die Pocket Cinema. Dann haben wir einen Aufladestecker, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, dass hier oben dann auch die verschiedenen Adapter drin sind. Je nachdem, in welchem Land ihr wohnt, könnt ihr dann, oder in welchem Land ihr seid, könnt ihr dann natürlich hier die verschiedenen Stecker nutzen. Ich hoffe, dass man das immer ganz gut sieht hier. Ich werde dann vielleicht noch ein paar Produktshots machen am Schluss und dann das Ganze auch nochmal einblenden. Also hier der Stecker, da kann man dann wahrscheinlich hier für uns in der Region diesen Stecker hier rausnehmen und dann einfach hier dran klipsen und schon geht das Ganze hier los. Wir entfernen mal hier die erste Fläche und dann können wir sie schon sehen. Und der große Moment ist gekommen, wo ich sie das erste Mal in der Hand halte. Ich meine, die Kamera gibt es jetzt schon länger auf dem Markt und den Karton kann man, glaube ich, wegtun. Da ist so nichts weiter drin. Dann räume ich das hier auch mal ein bisschen auf die Seite, dass es hier ordentlich ausschaut. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht die kleinsten Hände, aber diese Kamera, die ist schon relativ groß. Also so hätte ich sie mir nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, die ist schon einen kleinen Ticken winziger. Und auf den ersten Blick sehen wir natürlich diesen tollen Bildschirm, der auch ganz schön groß ist. Ansonsten haben wir hier natürlich die Funktion zum Ein- und Ausschalten, verschiedene Funktionstasten, die wir belegen können. Hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu starten, ISO-Einstellungen, Weißabgleich. Ich bin natürlich jetzt da noch kein Profi. Ich zeige es euch jetzt einfach mal nur, weil ich habe diese Kamera auch noch gar nicht benutzt. Wir können hier verschiedene Sachen anschließen, wie zum Beispiel ein Mikrofon- und Kopfhöreranschluss, HDMI-Anschluss und natürlich hier unser 12-Volt-Anschluss. USB und Audio in. Lässt sich wieder schön verschließen. Fühlt sich von der Haptik her auch super schön an. Mit dem Gummi hier. Schaut total edel aus. Ist zwar Kunststoff, aber fühlt sich auf jeden Fall hochwertig an. Hier hinten sind auch noch verschiedene Knöpfe, die wir betätigen können. Und ich denke, wir würden jetzt einfach mal die Batterie reinmachen, um einfach mal zu schauen, ob das Ganze funktioniert oder ob wir erst die Batterie laden müssen. Müssen wir hier noch irgendwie was abziehen? Nö, Kontakte sind alle da. Das bedeutet, wir können rein theoretisch die Batterie mit den Rundungen gar nicht verkehrt reinstecken. Einmal rein und dann schalten wir das ganze Gerät hier über diesen Schalter an.
Und ihr seid dabei in der Preview. Ich schalte das erste Mal ein. Und dann kann man natürlich auch schon sehen, dass wir hier natürlich auch auf Deutsch drücken können. Das Ganze hat ein Touch-Display. Ziemlich cool. Und dann drücken wir da mal auf OK. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was da passiert. Und wir gehen hier anscheinend über diese drei Punkte ins Menü rein und können hier verschiedene Aufnahmesachen wählen. Zu einem Mal haben wir den Codec und die Qualität. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, in konstanter Bitrate zu filmen, dann in den verschiedenen Verhältnissen und im ProRes. Wie das Ganze dann am Schluss funktioniert und was es damit auf sich hat, das können wir uns mal anschauen. Genauso am PC können wir uns auch anschauen, was dein PC kann. Denn da gibt es von DaVinci Resolve eine super Teststation, eine super Testsoftware, wo du das Ganze auf deinem PC dann siehst. Wir haben hier die verschiedenen Auflösungen und können dann auch im Ultra-HD-Modus zum Beispiel bis 120 Bilder die Sekunde filmen und sonst auch noch einige Einstellungen vornehmen. Wir drücken aber jetzt hier mal nach rechts und können alleine schon hier wieder im Dynamikumfang einiges verstellen. Die Projekt-Framerate können wir verstellen, Offset-Speed-Aufzeichnungen. Wenn euch da was besonders interessiert, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall noch ein weiteres Video dazu folgen. Die verschiedenen Speichermöglichkeiten haben wir hier. Und dann können wir auch zum Beispiel einen Zeitraffer filmen. Wir können hier oben dann einen Monitor nehmen. Den können wir natürlich dann auch anschließen, wenn das jetzt da jeder Fall sein sollte. Ich klicke jetzt hier auch einfach mal durch, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Hier hätten wir das Audio, das auch schon ausschlägt, obwohl ich noch gar kein Mikrofon dran habe. Und wir haben hier zwei Kanäle. Ich werde die Kamera auf jeden Fall mal testen und dann werde ich dazu was Schönes sagen können. Wir können sogar den Verschluss bei flickerfreien Herz angeben. Einiges können wir hier auswählen. Wir klicken einfach mal durch und sogar LUTs können wir einfügen. Und ich denke, das soll es gewesen sein. Dann seht ihr jetzt einfach noch mal ein paar Produktshots